Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Zweiter Teil Kunst gegen Sucht und es geht weiter mit gesunder Enthaltsamkeit im täglichen Leben, wie das funktioniert und wie dich dabei heilsames Mahlen wirklich unterstützen kann. Jetzt in diesem Video. Ja, servus beieinander. Also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und mir persönlich hat die Malerei vor vielen, vielen Jahren tatsächlich dazu verholfen, ein Leben aufzubauen ohne Alkohol, ohne Medikamente und ohne illegalen Drogen. Ja, hier habe ich mir jetzt mal einfach so eine Wand hergerichtet, eine Malwand. Das ist Fotopapier mit Kreppband an der Wand befestigt und da kann man wunderbar mit Acrylfarben malen, mit Stiften, da ist alles möglich. Und man sieht jetzt hier in diesem Prozess, also in diesem Video, wie so ein Prozess oder wie ein Leben, ein glückliches, enthaltsames Leben aussehen kann. Also ich empfehle dir tatsächlich, male täglich, richte dir gerne mal so eine Wand her, benutze Acrylfarben, du kannst aber auch Aquarellfarben benutzen und der Fokus liegt eher ja, am Spaß haben, ausprobieren, einen Zugang zu sich selber zu entdecken, finden, suchen und das sieht man jetzt auch in den nächsten Schritten bei dem Bild. Dass ich wirklich am Anfang überhaupt nicht wusste, wohin der Weg geht. Und dieses Bild ist auch, was da entsteht, ist auch nie fertig. Und das kann man auch gut aufs Leben übertragen, weil auch das Leben nie fertig ist. Man ist nie fertig. Ja? Ich lerne ja heute noch jeden Tag was Neues dazu. Und das Wichtigste für die Enthaltsamkeit, was mir immer wieder hilft, trocken und clean zu bleiben und das ja immerhin seit über 20 Jahren, nur für heute. Das ist das Wichtigste überhaupt, nur für heute. Und ich habe mir natürlich eine alkoholfreie und drogenfreie Umgebung aufgebaut. Also ich bin nicht mit Menschen zusammen, die wirklich exzessiv konsumieren, weil das würde mich schräg draufbringen. Ja, und hier, also man sieht, also dieses Bild ist einfach Chaos. Ja, das Leben ist manchmal auch chaotisch. Oder hier eben jetzt beidseitig zu malen, probier das, kannst du auch gerne mal ausprobieren. Leben, abstinent leben, enthaltsam leben, es ausprobieren. Neues zuzulassen. Dinge neu zu bewerten gehört ebenfalls dazu. Aber jetzt nochmal, ich gehe nochmal zum Anfang. Das Wichtigste ist tatsächlich nur für heute. Ich meine, das habe ich ja nicht erfunden, sondern das steht ja auch in den ganzen weisen, großen Büchern steht es ja auch drin. Ne? Aber es macht es einfacher. Ja, wenn ich den Fokus auf nur heute lege, dann nimmt es mir den Druck raus, mir auch zu überlegen, wie reagiere ich, wenn dieses und jenes passiert. Das ist alles Blödsinn. Ja, und hier tanze ich da mal ein bisschen rum. Auch eine wundervolle Empfehlung von mir. Tanz mal vor deinen Bildern. Es ist unglaublich befreiend und macht Spaß. Und das ist ja der nächste wichtige Punkt. Jösses, Maria und Josef. Ich wusste, Jösses. Na, ich schnippel's jetzt nicht raus. Gott im Himmel. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, also Spaß haben. Spaß, Freude, Lachen. Triff dich mit Menschen, die dir gut tun. Ja, die dich zum Lachen bringen. Ja, das Bild
oder diese Wand, dieses Wandbild ist natürlich nicht von heute auf morgen entstanden. Es geht ja auch gar nicht, wie das Leben selber ja auch. Da habe ich jetzt begonnen mit meinen Klecksen. Gibt es ja auch ein paar Videos dazu, weil mir einfach danach war. Aber man sieht auch an diesem Bild, dass das Leben, dass man auch immer wieder neu das Leben leben kann, darf, soll. Ja? Was heute jetzt an Gefühlen war, muss nicht unbedingt morgen genauso sein. Das ist Leben. Dieses Bild spiegelt tatsächlich Leben wider. So ist es. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Das erleichtert andere Interessenten, meine Videos leichter zu finden. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und hier sieht man, wie das Bild nochmal ein bisschen anders aussieht. Also ich habe da wirklich tagelang am Abend immer wieder gezeichnet. Das ist ja das Schöne, ne? Es hängt an der Wand und es stört niemanden. Ne? Das ist ja anders, wenn jetzt hier große Leinwände im Atelier rumliegen, wo ich drüber fliege und ach, was weiß ich alles. Aber richte dir gerne mal so eine Wand ein. Es ist unglaublich befreiend. Also nochmal zum Abschluss. Nur für heute. Und was mir ebenfalls sehr viel erleichtert hat in meinem clean und trockenen Leben, ich strukturiere meine Tage nach wie vor. Also Struktur. Ja, wenn du über mich und meine Arbeit mehr erfahren möchtest oder über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Der Link oder beziehungsweise die Verlinkung ist unten in der Beschreibung und informiere dich über Seminare, über Workshops oder über persönliche Trainings. Alle meine Angebote sind mittlerweile online buchbar. Ich wünsche dir jetzt wirklich ganz, ganz viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und im nächsten Video habe ich schon was vorbereitet, geht es dann wieder oder speziell wieder heilsames Malen. Klopf, klopf, klopf. Das kommt davon, wenn man ohne Skript arbeitet. Also im nächsten Video geht es dann wieder um heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten. Also, ich hoffe, bis nächste Woche und pfiat's euch.